Hallo, zweite Klasse des Realgymnasiums Bozen. Heute spreche ich über die thermische Ausdehnung von Flüssigkeiten. Wir haben die thermische Ausdehnung von festen Stoffen durchgemacht. Dabei haben wir den Längenausdehnungskoeffizient kennengelernt, den Flächenausdehnungskoeffizient und den Volumenausdehnungskoeffizient. Wir haben kennengelernt, dass der Längenunterschied definiert ist durch den Längenausdehnungskoeffizient mal die Ausgangslänge mal den Temperaturunterschied. Wir haben kennengelernt, dass die Flächenänderung gleich dem Flächenausdehnungskoeffizient mal der Ausgangsfläche mal dem Temperaturunterschied ist und dass die Volumenänderung, die sehen wir auch hier in der Formel, gleich dem Ausgangsvolumen mal dem Volumenausdehnungskoeffizient mal dem Temperaturunterschied ist. Den Volumenausdehnungskoeffizient können wir also darstellen als die relative Volumenänderung geteilt durch die Temperaturänderung. Also die Fläche eines Quadrats ist Länge mal Länge. Wenn wir jetzt diese Fläche erwärmen, dann wird sie größer. Und zwar, wenn die Ausgangslängen 1 Meter sind und die Länge danach, nach der Erwärmung, 1,01 Meter, dann haben wir 1,01 zum Quadrat, Quadratmeter Fläche danach und das ist 1,02 Quadratmeter. Und jetzt sehen wir, dass eine Längenausdehnung von 1% einer Flächenausdehnung von 2% entspricht. Dasselbe kann man beim Volumen machen, indem man einen Würfel mit Kantenlänge 1 Meter erwärmt, sodass danach die Kanten 1,01 Meter lang sind und das Volumen ist von 1 Kubikmeter auf 1,03 Kubikmeter gestiegen. Daher in Relation zum Längenausdehnungskoeffizient ist der Volumenausdehnungskoeffizient dreimal so groß. Gehen wir nun über zu den Flüssigkeiten. Hier sehen wir diesen Volumenausdehnungskoeffizienten, der eben diese Volumenänderung bei Temperaturänderung beschreibt. Einheiten der Größen, die in der Formel vorkommen. Einmal die Einheit des Volumenausdehnungskoeffizienten ist 1 pro Kelvin oder 1 pro Grad Celsius. Die Einheiten der Volumen Kubikmeter, die Einheit der Temperatur Kelvin und der Zusammenhang zwischen Kelvin und Grad Celsius. Wenn wir Wasser erwärmen und die Volumenänderung messen möchten, verwenden wir ein Gefäß, in das wir oben ein Glasrohr hineinstecken, das dicht verschlossen ist, sodass, wenn das Wasser erwärmt wird, es im Glasrohr aufsteigt, was wir dann abmessen können als Höhendifferenz. Also ist die Volumenänderung der Flüssigkeit, die wir am Pegelstand ablesen können, gleich dem Querschnitt des Rohres mal der Höhenänderung dieses Rohres, also dem Höhenunterschied. Die Anomalie des Wassers bedeutet, dass Wasser keinen konstanten Volumenausdehnungskoeffizient hat, also die relative Volumenänderung von Wasser im Verhältnis zur Temperaturänderung nicht konstant ist. Also bei verschiedenen Temperaturen ist auch dieser Koeffizient unterschiedlich. Bei Feststoffen haben wir gelernt, dass der Koeffizient konstant ist. Das heißt, eine Volumenänderung wird immer durch eine Temperaturänderung bewirkt und die beiden stehen in einem konstanten Verhältnis zueinander. Beim Wasser versuchen wir mal einzusetzen, die Volumenänderung bei einer Temperaturänderung von 0 bis 4 Grad Celsius. Wir sehen, die Volumenänderung ist negativ. Das heißt, auch der Koeffizient ist negativ. Von 4 bis 10 Grad Celsius beispielsweise ist die Volumenänderung wieder positiv bei einer positiven Temperaturänderung. Somit ist auch dieser Koeffizient wieder positiv. Wir sehen hier, dass die Dichte von Wasser bei 4 Grad Celsius am höchsten ist, weil dort das Volumen am kleinsten ist und das Volumen ist in der Formel von der Dichte unter der Masse unter dem Bruchstrich. Wir lernen hier, wie man ein Thermometer eicht. Wir haben hier eine Flüssigkeit im nicht geeichten Thermometer und wollen anhand von Wasser dieses Thermometer eichen, das heißt eine Skala einzeichnen. Wir brauchen dafür Eis und einen Bunsenbrenner, ein Becherglas und eben ein nicht geeichtes Thermometer. Wir erhitzen das Eis und wissen, dass beim Phasenübergang zwischen Eis und Wasser die Temperatur 0 Grad ist. In dieser Zeit zeichnen wir einen Strich ein im nicht geeichten Thermometer und schreiben 0 Grad Celsius daneben. Der Bunsenbrenner brennt weiter, das Eis ist geschmolzen, das Wasser erwärmt sich, die Temperatur steigt bis zu einem gewissen Punkt, wo das Wasser beginnt zu sieden, das heißt, sich im Phasenübergang in Wasserdampf umzuwandeln. Wir wissen, bei dieser Temperatur haben wir 100 Grad Celsius. Wir können nun diesen Abstand zwischen
der Schmelztemperatur und der Siedetemperatur vom Wasser in 100 Teile unterteilen und haben somit ein Thermometer, das in der Celsius-Skala geeicht ist. Was wir dazu wissen müssen, ist, dass diese Flüssigkeit einen konstanten Volumenausdehnungskoeffizient hat, sodass wir bei Erwärmung dieser Flüssigkeit auch eine dementsprechend konstante Änderung der Höhe in diesem Steigrohr haben. Die Siedekurve vom Wasser beruht auf demselben Prinzip wie das Eichen des Flüssigkeitsthermometers. Eis geht über den flüssigen Zustand in Wasserdampf über, wenn Energie zugeführt wird. Wir sehen hier, wenn wir einen Bunsenbrenner unter das Becherglas stellen, wird mit der Zeit immer mehr Energie zugeführt. Und die Temperatur steigt. Sie steigt aber nicht immer, denn in den Phasenübergängen wird die Energie gebraucht, um von einer Phase zur nächsten umzuwandeln. Wir sehen also, wir haben in allen diesen Phasen Energie dem Wasser zugeführt. In dieser Phase hat die Energiezufuhr einen Temperaturanstieg im Eis bewirkt. In dieser Phase hat die Energiezufuhr einen Phasenübergang von Eis zu Wasser bewirkt. In dieser Phase hat die Energiezufuhr eine Erwärmung des Wassers bewirkt. In dieser Phase hat die Energiezufuhr einen Phasenübergang von Wasser zu Dampf bewirkt. In dieser Phase hat die Energiezufuhr eine Erhitzung des Dampfes bewirkt. Das war das Thema Ausdehnung von Flüssigkeiten. Das Thema, das darauf folgt, ist die Wärmekapazität. Die spezifische Wärmekapazität eines Stoffes gibt an, wie viel Wärme oder Energie ein Stoff in seiner Masse bei einer Temperaturänderung aufnimmt.